Die Leute hatten kein Geld mehr, die wollten das eh aufgeben und so weiter. Und das werfe ich Olaf Lies bis heute noch vor, weil natürlich die Pferdehalter alle Angst hatten. Und alleine um Klarheit für die Pferdehalter oder die Pensionsbetriebe zu haben, hätte das aufgeklärt werden müssen. Aber er wollte es nicht. Aus politischen Gründen, jetzt schreien die Leute noch mehr. Und wenn wir die Pferdeleute noch dabei haben, die sind ja noch viel mächtiger und besser vernetzt. Und ja, 1,3 Millionen Leute, Pferde gibt es in Deutschland. Und bis 2018, also bis 2017 einschließlich, gab es keinen einzigen Riss. Weil ich kriege das irgendwie noch jeden Tag irgendwie. Du hast doch gesagt. Da sage ich, ja, bis 2017 war das auch so. Und 2018 gab es dann diese Zitate, die die bringen, sind von 2016, 2015, 2017. Da war das auch so, Leute. Und 2018, 10, 2019, 11, 2020, 13, 2021 müsste jetzt irgendwann in Kürze der Bericht kommen, Schadenspräventionsbericht heißt das, kommt immer irgendwie so im August, Ende August. Und bei 1,3 Millionen ist das nicht so viel. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, die Burgdorfer haben jetzt vier, fünf, irgend sowas verletzt, getötet. Das ist scheiße. Finde ich auch scheiße. Letztes Jahr hatten sie sechs Welpen, dieses Jahr sind es nur fünf. Und haben letztes Jahr Mitte August hatten wir noch vier. Vier von den acht Welpen aus 2020, vier Jährlinge. Da waren es tatsächlich mal hier sechs plus vier plus zwei, zwölf Welpen, zwölf Wölfe. Die Kleinen, die im ersten halben Jahr spielen die Fangen im Wald sozusagen. Und unterwegs sind halt nur die Eltern mal mit allen Jährlingen, mal nur mit einem. Also es ist ganz verschieden. Also da gibt es keine Regel irgendwie. Das ist mal, wie jeder Bock hat. Und ja, irgendwann danach sind die dann aber auch abgewandert und das wird immer so ein bisschen vergessen, dass nicht das ganze Jahr über alle da sind, sondern die gehen dann einfach auch. Und jetzt sind es nur fünf und es sind jetzt auch nur eine Jährlingshähne und eine Jährlingsrüde. Ob die jetzt noch da sind, weiß ich nicht. Das letzte Mal habe ich die Mitte August gesehen. Also ist nicht so lange her. Vermutlich sind sie noch da. Ja, das. Die werden aber auch jetzt in den nächsten 3, 4 Monaten abdüsen. Ja, so ist das ein stetiger Wechsel. Und dann bleiben eigentlich als Erwachsene, sowieso nur als Erwachsene, die Eltern da. Wie alt sind die jetzt? Dritter Wurf. Zwei, drei, vier, vier, fünf. Ja, fünf, schätze ich mal so. Plus, minus. 5 Jahre alt. Also, und die haben sich spezialisiert. Nein, die haben sich nicht spezialisiert. Das weiß auch Herr Minister Lies. Wölfe unterscheiden nicht zwischen erlaubten und verbotenen Huftieren. Erlaubt sind halt Reh, Wildschwein, Dammhirsch, Hirsch. Verboten sind Schaf, Ziege, Rind und Pferd. Das wissen die aber nicht. Ja, und hier gibt es ja auch Rotwild, also Rothirsche, die ziemlich groß sind. Und ja, also Wölfe, die Rothirsche in ihrem Revier haben, für die ist natürlich ein Pony nix, ist auch klar, oder? Die Wölfe sind hier nicht besonders groß, also Durchschnitt würde ich mal so sagen. Ich habe so ein paar Vergleichsaufnahmen. Ich würde mal sagen, der Rüde ist so 73, 74 in der Schulter und die Fähre 68, 70, irgendwie sowas in dem Dreh. Woher weiß ich das? Weil ich Aufnahmen habe an Stellen, ich sag mal ganz einfach, da stand Snowy, haben wir ihn ja getauft, weil er so hell aussah, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, live gesehen haben. Er steht halt an einem Baum. Und da haben wir ein Foto von und ich stehe dann irgendwann mit meinen Hunden an dem Baum und ich weiß ja, wie groß meine Hunde sind und dann habe ich so einen Vergleich. Nur mal so, damit ihr eine Idee habt, wie ich überhaupt darauf komme, wie groß die sind. Also, wir haben mein dichtestes Rudel ist das Ostnolzer Moorrudel, da ist der Rüde um die 90 Zentimeter und der hat das an seine Söhne vererbt. Woher weiß ich das? Wir haben mein Mountainbike-Fahrradreifen ist 85, glaube ich, in der Höhe. Und ich wir machen immer so lustige Sachen, weißt du, linke Seite der Wolf, rechte Seite bin ich. Und da wird nicht Photoshop, das wird nur die linke und die rechte halt zusammengeschoben. Und ich bin tatsächlich, hatte ich ja neulich schon mal gesagt, teilweise das Dichteste war irgendwie, weiß nicht, 45 Minuten oder irgendwie, nagelt mich nicht fest. Roddy ist mal zu Weihnachten 2019 45 Minuten nach mir an der Stelle vorbeigelaufen, wo ich eine Kamera platziert hatte. Und auf alle Fälle, ja, da konnte ich sehen, der war noch größer als mein 85er Vorderreifen. Ich habe 29er Mountainbike-Reifen mit Stollen und Gedöns. Also ich glaube, 85. Ich habe ich so im Kopf jetzt. Und
Ja, und von daher sind die deutlich größer. Roddy ist zum Beispiel so um die 78 in der Schulter. Mein Voodoo ist auch so 78. Die sehen fast aus wie Brüder. Nur, dass er ein Wolfhund ist und Roddy ist ein Wolf. Und ja, darum, Leute, jetzt habt ihr die Chance. Zäunt eure Tiere. Stellt eure Anträge. Hört auf mit, die müssen geschossen werden und sonst was. Das ist einfach nicht verboten. Es ist verboten, Entschuldigung. Und der EU-Leitfaden, der leider erst im Oktober letzten Jahres rausgekommen ist, und unsere scharfen Umweltminister haben sich beeilt, 2 Monate vorher den deutschen Leitfaden rauszubringen, weil sie dann sozusagen sagen konnten, naja, zu spät, konnten wir jetzt nicht mehr berücksichtigen. Da steht ganz klar drin, schützen, schützen, schützen. Und wenn es ums Entnehmen geht, steht da nicht erschießen, sondern entnehmen, rausnehmen, sterilisieren, wieder rauslassen, was auch immer, so in dieser Richtung. Und der Übergriff, um nochmal jetzt, ich habe jetzt zu so viel geredet, ich wollte nur einfach klar machen, dass ich nicht euer Feind bin. Und ich komme auch gerne zu jedem, wenn ihr mir den Sprit bezahlt. Ich habe leider nicht viel Geld. Ich gehöre nicht zu denen, die mit dem Wolf Geld verdienen, sondern ich stecke jeden scheiß Cent da rein. Dann komme ich auch gerne und gehe mit euch eure Weiden ab. Und das ist einfach so, dieser Übergriff, der da jetzt in Immensen, bei Immensen passiert ist, der ist nicht wolfsabweisend gezäunt worden. Das weiß ich ja von denen, die es eben bewerten müssen, jetzt sozusagen. Also, wie soll ich sagen? Also, da fliegt eine Brieftaube und hat es mir geflüstert. Ich kann keine Namen nennen, ich werde keine Namen nennen, aber glaubt mir, das Ding war nicht so, wie es im Internet steht. 140 bis 180, 6 bis 9-fach Litze, 8000 Volt. Heutzutage haben wir so einen trockenen Boden, dass die Erdung immer beschissen funktioniert. Und Leute, 2 Meter Stäbe reinhämmern, 3 Stück und nicht irgendwie einen Meterstab oder sowas. Da könnt ihr oben eure 8000 abholen und unten kommt trotzdem nichts an. Also, ja, das wollte ich euch nur nochmal sagen. Also, das steht auch in diesem EU-Leitfaden so schön drin. Sauber, sauber die Zäune ziehen. Und die EU bezahlt auch das Mähen unten, die bezahlt für die Herdenschutzhunde, die bezahlt das Fressen und bezahlt auch die Tierarztkosten. Also das Problem ist nur, dass sich unsere deutschen Politiker auf, ja, wir haben den Wolf ins Jagdrecht gebracht. Ja und? Jetzt habt ihr die Arschlochkarte gezogen, sozusagen, weil im Jagdgesetz steht drin, wenn die Welpen noch nicht sich selbst ernähren können, Elternschutz dürfte sie nicht schießen. Die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, den Paragraphen. Und das heißt beim Wolf ganz klar, vor dem 8. Monat, 9. Monat, das ist schon wirklich das Äußerste. Die meisten sind erst so mit 10, 11 Monaten so weit, dass sie eine Maus können sie natürlich selber fangen, aber dass sie so ein bisschen was anderes noch fressen können und fangen können und jagen können. Und es gibt auch eine norwegische Studie dazu, und die sagt, die haben Wölfe besendet und haben gesagt, Wolfsjährlinge sind lausige Jäger. Und das ist ja das, dass diese Wanderwölfe immer wieder hier ein Schaf, da ein Schaf, weil sie natürlich schneller rankommen und weil ihre Wildvorsicht noch nicht voll da ist. Die kommt erst so mit 3, 4 Jahren, wenn die erwachsen sind. Und hier in Burgdorf Holz haben ja schon viele Leute die Welpen gesehen, also in den ganzen Jahren jetzt. Und aber die meisten, also ich kenne keinen, der sagt, die sind nicht gleich abgehauen. Alle haben mir erzählt, ja, ich habe die gesehen, aber weg sind sie. Und die Eltern haben nur wenige gesehen. Also von daher, die sagt ja mal so schön, Wolf riecht 270 Meter gegen den Wind und hört 5 bis 10 Kilometer. Also, ja, ey, so einen langen Beitrag hatte ich noch nie und ich weiß gar nicht, wie ich das hochladen soll. Also, ich habe so ein scheiß langsames Internet. Ich wünsche euch einen schönen Abend und Leute, kümmert euch einzig und allein darum, wie ihr eure geliebten Tiere schützt und nicht, wie ihr irgendwie Wölfe töten könnt. Das sind hier nur die beiden Eltern und das, ihr habt es doch gesehen, die 2018, 2017, 2018 hier waren, sind beide überfahren worden und das hat irgendwie nicht mal 3 Monate gedauert und die jetzigen Wölfe waren da. Und junge Wölfe reißen noch mehr als Altwölfe, deswegen nur schützen, es vernünftig schützen. Wenn das bei Roddy funktioniert hat, der hatte im August, September, Oktober 2018 irgendwie 30 Übergriffe. Der hat jeden zweiten, dritten Tag hat der hat die Dörfer leer gefressen. Ja? Da gibt es ja auch viele, die so 5, 10, 15, 20 Schafe hatten. Der ist von Dorf zu Dorf gegangen.
Ja, und ich hab den Leuten da schon Ende August gesagt, Leute, geht nach Hause und sagt das eurem Nachbarn, eurem Vater, eurer Mutter, wem auch immer, wir sollen jetzt was abweisen. Und ja, haben viele nicht gemacht und dann kam natürlich dieses Tohuwabohu. Und dann war er nun mal für 2 Jahre der schlimmste Wolf. Der ist über 2 Jahre versucht geworden, von Nies zu töten. Das hat 250.000 Euro gekostet. Er hat das auf 85.000 schön gerechnet. Es laufen auch 2 Strafverfahren gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft hat vom Umweltministerium 1.000 Seiten Akten geholt. Nicht beschlagnahmt oder so. Einzelheiten kenne ich nicht, aber die tun sich so ein bisschen schwer. Aber die haben mir versprochen, Ende September, kurz vor der Wahl, da wollen sie was machen. Vielleicht stellen sie es ja auch ein, ich weiß es nicht, aber dann gehen wir zum Generalstaatsanwalt. Das ziehen wir durch, weil die Wölfe, die da oben im Amt Neuhaus erschossen worden sind, waren nicht von dem Rudel und damit haben sich der Jäger strafbar gemacht und auch Lies. Und wenn man böse will, auch die Dame, die die Abschussgenehmigung geschrieben hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ach so, und dann gibt es noch ein zweites Strafverfahren, was ja auch sehr aufsichtsreich ist. Und das wissen die Staatsanwälte auch. Die tun sich nur ein bisschen schwer. Und Lies wird vielleicht noch sein Waterloo erleben und die SPD auch. Sind wir mal gespannt. Ich bin jetzt an der Weide, wo von Sonntag auf Montag 2 Ponys gerissen worden sind. Hier hast du prima Einstiegshilfen. Das drücken die runter, ja, mit ihren 35 Kilo und dann schwupsen die da durch. Ich bin eben aus Versehen an diese obere Litze gekommen, da ist kein Strom drauf. Da hinten stehen aber die Ponys noch. Ich fasse aber nicht nochmal an, weil ich kriege, wenn Strom drauf ist, falle ich tot um. Also ich bin da super empfindlich. Hier ist nicht mal Strom drauf und da sind diese beiden kleinen, da sind doch Mini-Shetties. Ich krieg echt einen Hals, ey. Ich krieg einen Hals und wenn ihr gleich das Tor seht, dann drehst du gleich ganz durch. Es ist wirklich ohne Worte ist das, ey. Es ist ohne Worte, auch hier. Das drücken die runter und das sieht man ja auch, dass das runtergedrückt ist. Ja, das ist schön runtergedrückt hier und dann schieben sie sich durch. Es mag sein, dass hier irgendwo Strom drauf ist, aber auf der oberen Litze in jedem Fall nicht. Und hier auch wieder Einsprungshilfen. Auch wieder sieht man, wie es runtergedrückt ist. Ey, ich meine, wie blöd muss man denn sein? Da kriege ich echt zu viel. Ich krieg zu viel, wirklich. Wenn du dieses Tor hier siehst, dann kriegst du das Kotzen. Da schiebt sich ja jeder Hund durch. Ich habe es gemessen, 16 cm. Da passt ein Wolfskopf locker durch. Hier unten sogar 21 cm. Da schieben die sich durch. Dann drückt sich das Tor hoch. Das ist doch... Also wie man davon sicher sprechen kann, da kriege ich gerade zu viel. Und diese riesen Abstände hier auch. Gut, das... Okay. Aber 1,80 sehe ich hier überhaupt nichts. Ich sehe hier auch nur 5 Litzen und dann nach außen die 6. Also was hier wieder im Internet geschrieben wird, 1,80. Wo sollen da 1,80 sein? Ja, und da ist garantiert nirgends Strom drauf. Nicht, oder vielleicht an einer Stelle irgendwo eine Batterie sehe ich hier gerade nicht. Das ist alles wieder zurechtgefuscht hier. Ja, wie üblich, ehrlich. Da kriege ich zu viel. Da kriege ich zu viel. Ich gehe jetzt auch nicht weiter rum, weil das reicht mir schon hier. Das ist hier... Ja, aber schön ein Stück eingegraben, ein 20er Zaun wird das sein hier. Da sieht bis unten aufgesetzt. Leute, 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 ey, verarscht uns doch nicht immer. Zäunt sauber und dann passiert auch nichts. Guckt euch diesen riesen Eingang da ein. Mein Gott, ey, wie... Hier, das ist alles Fusch, nur von dieser scheiß Kette gehalten hier. Aber da unten ist doch wohl ganz klar. Du ziehst das hier auf und dann haben sie noch mehr Platz da. Könnt ihr das sehen? Was haben wir dann? Hier, 20. Es geht ja noch mehr. Das ist so logisch, wenn der Körper sich reindrückt, schiebt das auseinander. Das ist wirklich ohne Worte, ist das hier. Wie kann man denn da behaupten, dass das irgendwie wolfsabweisend ist? Da kriege ich zu viel, Leute. Wirklich, da kriege ich zu viel.